Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Blasphemous. Wir befinden uns im Aufstieg der Klage in der bronzenen Grenze und ich gehe davon aus, dass wir jetzt gleich einen Kampf vor uns haben werden. Haben wir Büßer, lasst euch nicht von mir oder meiner äußeren Erscheinung ängstigen, da ich verändert und gealtert bin. Dies könnte ein kleiner Preis für eine so glückliche Allianz sein. Mein Schutz endet hier nicht. Werdet ihr bei eurer nächsten Aufgabe meine Unterstützung brauchen? Ich glaube, die können wir nicht allzu oft nutzen, wenn sie jetzt so stark gealtert ist. Deswegen nehme ich sie jetzt mal nicht mit. Ich werde hier warten, solltet ihr eure Meinung ändern. Kein Problem, wir kommen auf dich zurück. Oh, wen haben wir denn hier? Oh, unten brennt's. Seid ihr überhaupt? Hier kam gerade Tres Angustias. Oh! Was fällt euch eigentlich ein? Ah, Mist. Aha. Wir versuchen es trotzdem weiter. Nein, deine Hilfe benötigen wir gerade nicht. Ich versuch's. Bleiben, dann passiert uns nichts. Sagt sich so einfach. Was machen sie jetzt? Was haben sie vor? Ei! Klatsch. Alles ja breiter als gedacht. Hi. Oh oh. Oh oh. Ach, man sieht auch, wenn sie schießen wollen, sehe ich gerade. Kriegen wir schon irgendwie hin. Sie wechselt aber früh in diese Form. Macht ihr hier mal Platz, dass ich hier hoch kann? Zwei. Hm.
Ei. Okay, das Heilungsgebet könnte ganz praktisch sein. Euch lassen wir hier. Bestimmt haben wir später noch stärkere Gegner, wo ich auf eure Hilfe zurückkommen kann. Haben sie fast. Wir haben sie doch fast. Mist. Wir hatten sie fast. Das war eigentlich ein guter Lauf. Da hat sie uns in die Ecke gedrängt. So, jetzt kriegen wir es hin. Ich habe das im Gefühl. We'll be right back.
Mist. Eben lief's besser. Muss echt ein bisschen im Auge behalten, wann sie ihre Attacken machen. Das ging schnell. Das ging mir eine Spur zu schnell. Moment, haben wir nicht noch andere Sachen, die wir ändern können? Stärkt die Verteidigung. Blitzattacken. Fühlt die Lebensessenz am Feinden. Ja, ja, ja. Gegen magische Angriffe. Ich weiß nicht, ob das magisch ist. Erhöht die Inbrunst des Trägers geringfügig. Reduziert Ausweichabklingzeit. Die gefrorenen Öle stärken die Verteidigung. Ich glaube, die Ausweichabklingzeit wäre ganz gut. Das brauchen wir hier ja nicht. Wir kriegen bei Gegnern, bei Endgegnern ja eh mal die Lebensenergie gezeigt. Jawoll. Totentanz. Huh. Requiem Aeternam. Zehntausend Tränen.
sind schon wieder in dieser Einöde hier, im Traum oder wie auch immer man das nennen mag hier. Im Namen der großen Qual und der Söhne des Mirakels. Möge das Gold von meinem Antlitz schmelzen und die Reue eurer Seele tilgen. Herz der Schuld, erwache nun aus dem Traum. Erlangt heilige Wunde der Reue. Habt ihr übrigens gesehen, dass die oben auch neben dem Symbol angezeigt werden? Wieso wird der Raum, wo wir gekämpft haben, nicht angezeigt? Ah, du bist auch wieder da. Und ich finde diese Plattform hier so merkwürdig. Okay. Ihr habt die zweite Demütigung der Buße erlitten. Euch wurde gestattet, dem Antlitz der Reue zu begegnen. Ihr müsst euch noch vor einer letzten heiligen Antlitz, vor einem letzten heiligen Antlitz in den Staub werfen. Das Herz möge voller Trauer sein, Büßer. Entweihte Zisterne, da sind wir jetzt wieder. Okay. Oh, hier wieder ein Aufzug. Haben wir, aber bevor wir diesen nutzen, wir erhöhen nochmal unsere Lebensenergie. Nehmt den nächsten meiner tiefen Schmerzen. Maximale Gesundheit wurde nochmal erhöht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh Gott. Führt der Aufzug so hoch? Ich wage es irgendwie zu bezweifeln. Ach, da lag wieder was. Ist klar, ne? Werde ich nochmal... Tatsächlich. Tatsächlich. Der führte sehr hoch. Geht's euch gut? Schleimische Kreatur. Oh, hier können wir ja gar nicht hochspringen. Dachte ich schon wieder. Genau da hinten ist ein Betpult. Ich würde nämlich jetzt gerne mal hier diesen Übergang, den wir für den, ich glaube, erst sollten wir hier in die, nach Albero zurück und da das machen, bevor wir hier noch wegen irgendetwas sterben und das alles wiederholen dürfen. Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Ei. So, dann können wir auch direkt unsere neu gesammelten Leichenteile einlagern. Oh ja, die untere Reihe ist komplett, wie schön. So. Wann geht denn hier links mal das Tor auf, Leute? Ich will wissen, was da ist. So, himmelwärts. Das können wir jetzt machen. Nach einer Kombi mit 3 Treffern nach oben drücken. Denke ich eh nicht dran. Ich spare mal das Geld.
Ich kenne mich, ich denke da nicht dran. Sträußchen aus Rosmarin, stimmt, wir hatten ja wieder was für ihn. Dann geben wir ihm das doch mal. Habt Erbarmen, Büßer. Mit eurer Hilfe kann diese Bruderschaft ihr Werk fortsetzen. Tränen der Abbitte als Belohnung. Dankeschön. Das Mirakel holt uns, ein nach dem anderen. Können wir diesem Schicksal entgehen, das der höhere Wille uns auferlegt hat? Wohl kaum, mein Freund, wohl kaum. Ich glaube, in den Traum brauchen wir auch nicht wirklich gehen. Ach, das haben wir noch gar nicht gelesen hier, oder? Geheiligtes Glaubensbekenntnis, dritter Vers. Doch, haben wir. Geheiligtes Glaubensbekenntnis, zweiter Vers. Das Mirakel formte die goldenen Antlitze aus der reinen Inbrunst der unverdorbenen Heiligen, um sie zu auf ewig im verbotenen Traum zu bewahren. Drei identische Gesichter, bedeckt vom heißen Gold, sind die Wächter der drei Wunden in der Seele seiner Heiligkeit. Wir haben hier Vers 2, wir haben hier Vers 3. Arbeiten wir uns vom Schwersten zum Einfachsten vor? Kann das sein? So. Ich würde gerne hier links nochmal gucken. Hier drunter muss ja noch was sein. Und wir haben ja immerhin diese Sturzattacke. Also irgendwas muss damit ja noch los sein. Wagenrad weg. Wieso müssen wir euch denn noch zweimal treffen? Können wir hier irgendwo durch den Boden brechen? Im Sumpf vielleicht? Au! Jetzt übertreibt ihr, Leute. Jetzt werdet ihr ungemütlich. Das hier sieht brüchig aus. Das war's auch. Okay, was finden wir denn hier? Moment. Um euch kümmern wir uns mal anders. Ah, jetzt haut ihr ab. Jetzt haut ihr ab. Das haben wir gern. Schlüsselbein von Dalusien, dem Knaben. Man suchte tagelang nach ihm, bevor man Marks Überreste in den Wäldern fand. Seither kursieren Gerüchte über Dämonen aus fernen Ländern, die auf geflügelten Ziegenböcken reiten. Da hinten ist eine Truhe, aber hier können wir ja gar nicht rausspringen, ne? Also irgendwas brauchen wir da auf jeden Fall noch. So, aber ich hatte recht. Ich hatte recht mit diesem doppelten Boden. Und da wir da die ganze Zeit nicht durchkommen, hatte ich jetzt eigentlich gehofft, das von hier zu öffnen. Da hinten scheint auch noch was zu sein. Ich frage mich gerade echt, ob wir mit dem schwersten Gegner angefangen haben und uns dann jetzt zum leichtesten vorarbeiten. Wird vielleicht doch falsch gegangen sein, ob wir die Reihenfolge
die man uns ja vorgibt, ob man die überhaupt einhalten sollte. Also ich würde gerne hier hinten lang gehen. Wie gesagt, wir haben ja hier die Plattform betätigt, dass man auf die andere Seite kann. Hier scheint es auch hoch zu gehen. Vielleicht kommen wir hier ja in irgendwelche unteren Gewölbe hier noch rein. Hier scheinen wir jetzt erstmal alles zu haben, bis auf die Sachen, die wir noch nicht erreichen konnten. Einen Augenblick. Genau, wir müssen ja durch die Zisterne wieder. Oder, Moment. Ich werde nochmal hochgehen. Zu dem Friedhof auf den Gipfeln. Denn da war ja noch eine Händlerin. Da konnten wir uns ja noch was kaufen. Wir haben jetzt genug Tränen der Abbitte, um das zu erwerben. Nicht, dass das noch irgendwas Wichtiges ist. Ich glaube rechts. Ich glaube hier war sie. Beim Schreien. Ja, da. This is a Dies ist mir lieb und teuer. Sein Wert übersteigt bei weitem den Preis, den ich verlange. Und möge ich Trauer tragen, wenn ich versuche, euch zu täuschen. Glut der heiligen Einäscherung durch ein längst vergessenes Ritual, kristallisierte Glut. Sie bringt die Hitze seines einen Scheiterhaufens, der in einem fernen Land brannte. Mäßigt das Herz, erhöht die Verteidigung jedes Trägers. So, wir haben sie leer gekauft. Wunderbar. Du hast nichts mehr auf Lager, gute Frau. Aber vielleicht packst du ja was von deinem Beutel da hinten noch aus. Lasst uns Gefangene des Mirakels sein, Büßer. Und so stimmte man dem Marsch an und eine kleine Gruppe von Gemeindemitgliedern ging gemeinsam zum Friedhof. Auf dem Weg wurde das Gebet wieder und wieder gesprochen, ihre Stimmen in hypnotisches Flüstern verwandelnd, murmelnd und ohne erkennbaren Rhythmus. Als man auf dem Friedhof ankam, verstummten alle. Die Totengräber begannen Schaufel für Schaufel der kalten Erde auf den Sarg zu häufen. Plötzlich tauchte ein Mädchen auf. Eine Kapuze verbarg ihr Gesicht. Man glaubte, dies sei die Tochter des Verstorbenen. Sie warf ein Stück leuchtende Glut in die Grube. Zum Erstaunen aller konnte man die Glut auch noch sehen, als das Grab vollständig zugeschaufelt war. Mäßigt das Herz, erhöht die Verteidigung jedes Trägers. Ja, das hier war ja nur geringfügig, ne? Die Verteidigung geringfügig, das können wir also rausnehmen. Dann nehmen wir die Glut der heiligen Einäscherung rein. Das nehmen wir auch wieder raus und nehmen Lebensessenz am Feind, genau, das verkalkte Auge der Gelehrsamkeit. Was ist das hier für ein Gift, das da auf dem Schrank steht? So. Das war auch ein Händler, ne? Oder? Ne, Betpult. Sollen wir das nochmal nutzen? Brauchen wir eigentlich gerade nicht. Ich habe gerade eine Idee. Wir müssen den Aufzug wahrscheinlich nach oben fahren. Und von hier jetzt wieder runtergehen. Ach, du große Neune. Was natürlich ein weiter Weg ist, um an dieses Kind des Mond nicht zu kommen, würde ich jetzt mal behaupten. Denn darunter ist eine Plattform und wir können ja unser Schwert werfen. Und dann dürften wir ihn eigentlich treffen. Moin.
Wie gesagt, ich will jetzt erstmal den Abgrund überwinden, wo wir den Pilger vorhin gesehen haben, und das erstmal erforschen. Denn ich glaube, wir gehen einfach zu geradlinig vor. Ich glaube, wir haben schon viele Sachen verpasst und hätten uns schon stärker machen können. Das ist gerade echt so mein Gedanke hier. Das ging ja dann hier links lang. So. Die Berge der endlosen Dämmerung. Das Unhold. So. Da haben wir noch ein Betpult. Ups. Oh, er ist wieder da. Ah, das war nicht schlau, das war nicht schlau. Aber wieder das andere Gebet rein. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass man sich da mal heilen kann. Nein! Das? Ja, das klappt. Wie schön. Komm näher. Nee, der hat gelernt. Der hat aus dem Fehler seines Kollegen gelernt. Leider. Böten sehen echt so aus, als könnte man sie zerstören. Haben wir jetzt irgendwas zum Opfern hier? Nein. Ich habe auch keine Ahnung, was wir hier opfern sollen. Werden wir wohl noch erfahren. Genau. Oh, diesmal haben wir es getroffen. 8 von 38. Okay. Da
unten ist er schon wieder. Da unten liegt aber auch was. Mist. Nutze mal eine Flasche, weil unten so ein fieser Glockentyp ist. Sogar zwei. Doch da unten in die Mangel von denen genommen. Vor allen Dingen wüsste ich auch nicht, wie wir da dran kommen sollen. Können wir sowas mit unserem Schwert zerstören? Ich gehe erstmal weiter. Hier haben wir nochmal ein Beetpuls. Dann können wir das eigentlich unten auch mal versuchen, ne? Schon mal hinüber. Und er auch. Ah, okay. Aber wie wir da dran kommen, weiß ich trotzdem nicht. Ach so, hätten wir die Leute auch hier austricksen können, ne? Einfach runterfallen lassen, natürlich. Bruderschaft der stummen Trauer. Ach ja, wo wir gestartet sind. Ganz am Anfang. Hier liegen wieder unsere toten Kollegen. Wir haben noch einen Schrein gefunden. Und haben somit den dritten Punkt erlangt. Aha, aha. Mhm. Wir haben jetzt Heiliger Grimm. Optimiert die Machtkonzentration von Mea Culpa. Anstelle der Klinge kommen die scharfen Dornen zum Einsatz. So kann der Büßer viel schneller einen verheerenden Angriff ausführen. Oder Schwere der Gerechtigkeit perfektioniert die Technik des Sturzangriffs durch Konzentration von Mea Culpa im Fallen. So wird eine Explosion am Aufprallpunkt erzeugt, die Gegner in der Nähe wegdrängt und ihren Schaden zufügt. Das linke können wir uns eh nicht leisten. Und das klingt ganz geil. Erstmal, was hier ist. Was ist das? Aha. Quasi ein Portal. Also, das haben wir in Albero doch gar nicht gesehen. Ich glaube, da muss ich alleine deswegen schon mal nach Albero reisen. Und wir finden hier direkt was. Das ist interessant. Sträußchen aus Thymian. Das werden wir doch bestimmt auch brauchen.
Ein Strauß aus duftenden Kräutern, welche man früher auf den Klippen der bronzenen Grenze noch häufig fand. Heute sind sie jedoch selten und unermesslich kostbar, vor allem für jene, die um ihre Heilkraft wissen. Es dauerte nicht lange, bis immer mehr Menschen zu uns kamen, geschlagen von dieser schrecklichen und unbekannten Krankheit. Ganze Familien, die Alten, die Jungen und sogar die Neugeborenen. Wir Brüder waren mit der Aufgabe völlig überfordert. Unsere Fürsorge linderte das Leid nicht. Unsere Ölungen versagten ebenso wie unsere unablässigen Gebete. Wir sind verloren. Wir gehen unter in der Dunkelheit der Ungewissheit. Das kommen wir hier wahrscheinlich beim Schreien raus. Habe ich recht? Jawohl. Sehr schön. Und Tirso, wir haben noch was für dich. Habt Erbarmen, Büßer. Ich wiederhole mich, wenn ihr mir etwas abgebt. Wir kriegen nochmal Tränen der Abbitte als Belohnung. So, dann gehen wir aber auch zurück. Zurück in die stumme, wie hieß das jetzt? Wacht der Trauer? Nee, das war der Gegner. Bruderschaft der stummen Trauer. Von unten kamen wir, das heißt, wir müssten jetzt hoch. Wer bist du? Dies geben? Geben wir dir? Ja, wer bist du überhaupt? So, hier können wir wohl unsere Rosenkranzperlen erhöhen. Aber wer bist du? Keine Antwort. Okay, sehr gut. Das heißt... Ah, ich blätter hier in die falsche Richtung. Wir können jetzt mehr Sachen reinnehmen. Die Frage ist, ob hier die, ich verstehe gerade die Steuerung nicht, ob die Verteidigung auch sich addiert, wenn wir die so reinnehmen. Die Entschlossenheit des früheren Trägers bietet Schutz gegen Blitzattacken. Tränen der Abbitte, wenn ein Objekt zerstört wird. Das ist, glaube ich, ganz gut. Natürlich die Lebensessenz von Feinden. Gegen magische Angriffe. Verkürzte Erholungszeit. Ich glaube, ich nehme den Kalkstein dann rein. Okay, hier können wir also auch die Rosenkranzperlen erhöhen, die Knoten. Ach, wer ist denn hier schon wieder? Ich gehe hier erstmal raus. Ich weiß nicht, was wir hier sollen. Wir sehen uns wieder in einem bitteren Moment, Büßer. Eine unüberwindbare Mauer scheint sich zwischen uns und unserer heiligen Bestimmung gestellt zu haben. Wird es je einen Segen geben, der uns vor solchem Leid bewahren kann? Die Mauer muss weg. Hier haben wir nochmal das. Ich glaube tatsächlich, wir müssen schon hier rein.
Aber ich glaube, bevor wir das machen, gehe ich noch mal runter und bete. Hier sind ja gerade keine Gegner, aber ich nehme an, dass dort Gegner kommen werden. Dann schauen wir uns mal an, was uns in der nächsten Folge hinter dieser Tür da verbirgt beim Pilger. Ja, ja. Gut. Wir sind auf jeden Fall, haben wir jetzt endlich mal ein paar Sachen klären können, wie wir die Rosenkranzperlen hinzufügen. Ist zum Glück auch leicht erreichbar, da wir dort dieses Portal haben, diese Kapelle der Reise. Ach, hier steht auch Knoten. Aha, das heißt, es wird wahrscheinlich nicht der einzige sein. Jetzt macht es Sinn. Jetzt macht es alles Sinn. Okay, Büßer sind wir, Betpult ist klar, Schuld, wo wir gestorben sind, Bekenner, wo wir unseren Tod wiederholen können, Brunnen zum Heilen für Geld oder das Auffüllen von Gallenflaschen, Knoten, um die Knoten, also um weitere Plätze dem Rosenkranz hinzuzufügen, Kapelle der Reise, wie ein Portal wird das genutzt, um mea culpa, Altar, um unsere Fähigkeiten aufzubessern. Jetzt wissen wir alles, wissen, was wir damit anfangen können. Was wir allerdings noch nicht wissen, welche Fähigkeiten uns hier jetzt noch alle fehlen, um hier an gewisse Dinge ranzukommen. Wir haben schon so viel gesehen, also vielleicht spiele ich auch falsch, vielleicht können wir schon irgendwas und wir wissen es nur noch nicht. Naja, ich werde auf jeden Fall nicht drum herum kommen, das Gebiet nochmal ablaufen zu müssen, wenn wir hier eine hundertprozentige Vollständigkeit erreichen wollen. So, wir haben jetzt aber erstmal gespeichert und das soll jetzt auch erstmal gut sein. Ich gucke mal kurz im Hauptmenü, wie viel Prozent wir jetzt schon haben. Nach 6,5 Stunden haben wir 42,75% des Spiels abgeschlossen. Wobei ich mich frage, ist das einfach die Menge der Karte, die wir aufdecken? Ist das wirklich der Story-Fortschritt? Ist das der allgemeine Fortschritt mit Sammel- und Gegenständen und Zaubern und also Gebeten und Rosenkranzperlen? Wie ist das gemeint? Geht der über 100 hinaus? Gibt es da vielleicht mehr? Ich kann im Moment dazu nichts sagen. Ich will mich da auch nicht irgendwie im Internet schlau machen oder sowas. Ich will das alles selber hier herausfinden. Deswegen bewege ich mich da gerade doch sehr spoilerfrei durch das Spiel. Und ich muss sagen, es macht Spaß. Es ist schwer, die Kämpfe sind sehr fordernd, aber nicht unmachbar. Hat halt eine andere Schwierigkeit als Hollow Knight. Also, ja, ich vergleiche gerne Metroidvania-Titel mit Hollow Knight, weil das, erstens, weil ich es gerade gespielt habe und zweitens, weil das wirklich meines Erachtens so ein Nonplusultra-Titel ist. Die Schwierigkeit hier, das ist halt eher so, dass man ja nicht auf diese Reflexe und schwere Sprungpassagen, vielleicht kommt das alles noch. Die Schwierigkeit hier liegt einmal darin, dass man kaum Möglichkeit hat, sich selbst zu heilen während des Kampfes. Und wenn man es an einem Betpult tut, dass alles wieder da ist. Dass man also so ein bisschen taktischer vorgehen muss, wie man ans Ziel kommt. Und die Kämpfe, man muss halt erst herausfinden, den Schwachpunkt des Gegners, wie man ihn am besten besiegt. Ich meine, das ist bei jedem Metroidvania so oder bei den meisten so. Aber ich finde, hier ist das doch sehr ausgeklügelt gemacht. Und das gefällt mir an dem Titel. Ja, und die düstere Atmosphäre und trotz Pixelart ist es ja doch sehr brutal und düster. Und auch das finde ich gut. Und ich bin echt gespannt, was uns hier noch erwartet. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.